Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Freitag, dem 6. Mai, einen Tag nach dem Vatertag. Wir haben gestern pausiert aufgrund des Feiertags hier in Deutschland. Allerdings muss man zugeben, der Forex-Markt hat sich hier in keinster Weise zurückhaltend gezeigt. Insbesondere Euro-US-Dollar hat hier nach dem freudigen Start in den Mai, in die Woche, hier einen signifikanten Rückschlag, insbesondere gestern erhalten. Hier 100 Pips, deutlich über 100 Pips ging es hier nach unten. Die Tagesrange hatte hier sogar 107 Pips. Das ist ein Stück weit über dem Durchschnitt. Der bewegt sich nämlich aktuell so um die 85 Pips am Tag. Heißt, Euro-US-Dollar hier am gestrigen Feiertag deutlich ausverkauft, deutlich nach unten gelaufen. Sehen wir auch hier rechts oben im Tageschart-Intervall. Aber wir wollen heute Euro-US-Dollar natürlich in den Fokus nehmen, weil wie immer am ersten Freitag des Monats, und das ist heute, hier die Non-Farm-Payrolls eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Der US-Arbeitsmarktbericht, natürlich vor dem Hintergrund dessen, dass hier die US-Notenbank Fed so ein Stück weit die Ausrichtung ihrer Zinspolitik daran festmachen wird. Und sie ist ja nunmehr doch ein Stück weit zurückgerudert in Sachen aggressiver Zinsanhebungspolitik in diesem Jahr. Erst hieß es 4, vielleicht 5 Zinsanhebungen. Jetzt sind wir nur noch so ungefähr bei 2 und kein Mensch weiß, ob die Fed das hier wirklich so durchziehen will, wie sie es macht. Letztlich geht der Bias wieder in Richtung Zinseuphorie, dann muss man sagen, dass natürlich hier der US-Dollar klare Vorteile genießt und der Euro entsprechend zusammenklappen dürfte. Andererseits ist hier aktuell immer noch nicht die letztliche Entscheidung gefallen, denn es kann natürlich auch so sein, dass die US-Notenbank zurückrudert und hier eben, wenn die Arbeitsmarktdaten entsprechend, ja, gut oder schlecht, das ist immer wieder die nächste Sache. Die Daten können so reinkommen, wie sich der Markt das vorstellt und dann ist trotzdem die Interpretation eine andere. Das heißt, man muss abwarten, wie der Markt auf die guten oder schlechteren Daten reagieren wird. Es geht ja hier auch um die Arbeitslosenquote, die soll eigentlich gleich bleiben. Dann neu geschaffene Stellen, das sind hier die Non-Farm Payrolls ex-Agrar im April. Da ist die Prognose die, dass die leicht schwächer sind. Da muss man eben erwarten, ob die Erwartungshaltung, die Prognose stimmen wird oder deutlich stärker schwächer ist und dann eben, wie reagiert der Markt darauf. Und aktuell sehen wir hier die Wochencandle beim Euro-US-Dollar und das ist genau das Entscheidende. Wir sind hier eben in dieser Widerstandszone 1,14, 1,1450 angekommen. Das Trigger-Level ist 1,15, allerdings auch speziell auf Wochenbasis. Und nach der starken Vorwoche war hier die Annahme, dass es, wenn es einen Ausbruch gibt, dieser jetzt hier definitiv gelingen muss. Denn wenn das nicht passiert, schauen sich jetzt solche Kerzen zum Beispiel am 24. August bzw. in der Woche vom 24. August an, Schrägstrich dann ein Stück weit später hier im Oktober. Das heißt, wenn wir hier so eine Art Shooting Star jetzt bekommen, also praktisch die Hochs abverkauft sehen und hier unterhalb oder innerhalb dieser Zone wieder aus dem Wochenhandel gehen sollten, dann wäre das hier per se nochmals ein gescheiterter Ausbruch, wie das Ganze hier schon in den letzten mehr als 12 Monaten eben hier schon immer wieder passierte. Und wenn die Widerstandszone erneut bestätigt wird, dann muss man in den kommenden Tagen, Wochen dann durchaus wieder mit schwächeren Preisen in Richtung 1,1250, 1,11, 1,10, vielleicht 1,082 hier bis zu diesem Bereich rechnen. Das wird jetzt hier die Entscheidung sein, wie kommt Euro-US-Dollar aus dem heutigen Tag im Kontext des gestrigen schwachen Tags hier wieder raus aus der Nummer. Und wenn wir über 1,15 einen Close haben, dann ist das per se hier ein taktisches Kaufsignal. Dann dürfte Euro-US-Dollar die nächsten Tage, Wochen, vielleicht sogar Monate nach oben aufwerten. Und dann werden hier Ziele von 1,18, 1,1877, 1,20 rund hier definitiv die nächsten Hausnummern auf der Oberseite, wenn es denn gelingt. Wenn wir aber unterhalb von 1,15, 1,1450 rausgehen, eben zum Beispiel auch in dieser Kerzenkonstellation bleiben sollten, dann sieht das nicht gut aus für die kommenden Wochen. Deswegen heute hier alles auf den Euro-US-Dollar gerichtet. Wir haben kurzfristig mit einem Pullback gerechnet, das hatte ich hier auch im Stream so eingezeichnet, sprich ein Ausbruch, ja, der ist erfolgt, aber wir sahen ja dann hier nach dem starken Auftakt in den Montag, hier am Dienstag schon so eine Umkehr mit neuem Hoch und da war schon die Annahme, okay, wir können ein Stück weit noch runtergehen. Hier ist das Support-Level bei rund 1,1410 mit dieser Doji-Agenda, die sich hier im April abspielte, war das hier ein gutes Level. Hier haben wir auch noch den EMA 20 liegen, dann noch das 50er Retracement-Level. Also hier zwischen 38 und 50er Retracement-Level sollte eine Stabilisierung erfolgen und das geschieht ja in Anführungszeichen aktuell auch. Die Frage ist nur, ob es eben tatsächlich gelingt, nach oben rauszuziehen. Wochenschluss interessant. Wie gesagt, wenn wir die Kerze von gestern reaktivieren können, der Euro-US-Dollar also rauszieht und die Non-Farm Payrolls haben hier technisch gesehen das Potenzial, einen Tag von mehr als 100 Pips, es gab schon Tage, da wurden unabhängig der EZB auch hier 200-300 Pips am Freitag abgeliefert, hier nach entsprechenden Signalen zu deuten, dass dann, wenn so ein Tag erfolgt, hier Euro-US-Dollar nach oben ausbricht und dann über 1,15 hier das Kaufsignal triggert. Die Annahme ist immer noch diese, denn
Wir haben per se hier seit Dezember letzten Jahres einen Aufwärtsimpuls. Wir sind schon ausgebrochen. Der Pullback ist tief, aber die Chancen, dass Euro-US-Dollar nach oben ausbrechen kann, will ich nicht für ungefähr erachten. Technisch ist das Potenzial hier leicht nach oben anzusiedeln, auch weil hier das Momentum, da sehen Sie in den kleinen Durchschnitten, positiv ist. Und solange wir insbesondere hier diese Zone um 1,1250 nicht signifikant nach unten auflösen, ist das Bild eigentlich noch durchaus konstruktiv. Das heißt, man muss abwarten, wie gesagt, wie der Wochenschluss ausgeht. Wenn wir heute nochmal einen schwachen Tag haben sollten, deswegen werde ich jetzt auch hier den Chart mal aktualisieren. Daran wird es nämlich jetzt auch hängen. Deswegen machen wir das direkt real-time und das sehen Sie dann auch so im Stream. Also wir müssen über 1,15 aus dem Wochenhandel gehen. Wenn das gelingt, dann sieht es in den nächsten Tagen, Wochen gut aus. Natürlich nicht exponentiell. Der Markt wird auch hier konsolidieren und Korrekturen vollziehen. Aber wenn wir hier rausgehen, wäre das ein ganz, ganz wichtiges Signal. Andererseits machen wir neues Wochentief und gehen eben auf Wochentiefstand raus, was nicht niemals ausgeschlossen werden kann. Dann ist die Marke von 1,1250, 1,1235 das nächste Ziel, beziehungsweise dann sogar hier 1,1150 denkbar. Und das wäre praktisch hier aber rein trendfolgend, rein vom technischen Aspekt her hier eher die Plan B-Variante. Insofern mal aufgepasst, was wie gesagt heute Nachmittag 14:30 Uhr passiert, dürfte höchst spannend sein und Volatilität mit sich bringen. Dass es Non-Event wird, kann ich mir fast nicht vorstellen. Statistisch, wie gesagt, haben wir hier vom Wochentag her, naja, einen leicht positiven Bias, 52% positive Schlusspreise. Ist nicht der stärkste Tag, das war gestern, da haben wir eine Schwäche gesehen, also können wir uns so ein Stück weit darauf jetzt nicht direkt verlassen. Volatilitätstechnisch ist es auch ein Tag, der ja zum Ende der Woche nimmt der Euro in der Regel zu in Sachen Volatilität, insbesondere Donnerstag, aber hier auch hauptsächlich bedingt durch die EZB eben, die immer für starke Impulse sorgt. Saisonal sehen Sie hier, geht das Ruder eher, auch wenn ich hier, sehen Sie an der Preisachse nicht ganz so massiv, aber eher so nach unten, also hier eher so ein leichter bärischer Rückenwind für den Preis. So richtig koscher ist das, wie gesagt, hier nicht, aber der Chart macht hier die Gesetze und wenn der Preis über 1,15 rausgeht, dann denke ich, werden sich auch viele größere Adressen auf der Long-Seite positionieren. Scheitert es hingegen, dann wird sicherlich einiges abverkauft. Das dürfte dann auch relativ schnell gehen. Also es bleibt spannend, Euro-US-Dollar auf jeden Fall heute im Blicke behalten. Das könnte mit dem heutigen Wochenschlussstand definitiv eine Tendenz für die kommende Woche, insbesondere vielleicht sogar für die kommenden Wochen sein. Insofern sehr spannend. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten, wünsche Ihnen heute ein glückliches Händchen. Machen Sie es nicht zu hektisch. Der Tag hat noch viele Chancen, insbesondere auch der Mai. Denn wenn sich heute der Staub gelegt hat, dann erstmal sondieren, wie denn eigentlich die Signale aussehen. Also, es bleibt spannend. Wünsche Ihnen eine gute Zeit, Ihr Christian Kämmerer. Wenn Sie mögen, hören wir uns am Montag wieder in alter Stärke. Bis dahin und tschüss.